Liebe Freunde, es ist ein historischer Tag. Ich habe nicht nur Pipi in den Augen, nein, mir hat jemand wirklich in die Pupillen gepisst. In 15 Kilometern, beziehungsweise in 13 Kilometern, erreichen wir die Hauptstraße in Wacken. Und dieser scheiß Wetter, diese beschissene Schnapsidee hat endlich ein Ende. Es gibt einiges an Erkenntnissen, die ich so mitnehme von den letzten 666 Kilometern. Punkt 1 habe ich schon mal gesagt, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben, weil irgendeine Scheiße passiert immer, egal wann. Dann ist die zweite Erkenntnis tatsächlich, dass Sonne und auch wenn wir 45 Grad im Schatten haben, geiler ist als Regen. Und die dritte ist, Deutschland stinkt. Egal wo wir waren, von unten nach oben. Ey, wir haben Gerüche gerochen. Hier stinkt es auch schon wieder. Das ist wirklich widerlich. Widerlich. Es ist folgendes, Leute. Die Besitzer dieses Hauses haben sich so gefreut, dass ich gleich durch ihre Straße laufen werde. Dass sie vor Freude Sektkorken haben knallen lassen. Und zwar nicht wenige. Das ist das Ergebnis. Zum Bäcker gefahren und gesagt, jetzt kommt doch Isaac. Du musst mich doch verarschen. Total geil. Alter, ich sag's dir, ey. War das ein Trip, ey. Braucht ihr was? Bisschen Wasser? Wir haben tatsächlich alles. Wir sind ja nicht, ja. Gehen ja nicht auf den Brocken rauf. Wenn wir auf den Brocken rauf gehen, dann vergessen ja, wir gerne was zu essen. Also das möchte ich auch nicht wirklich wollen. Das wäre eng, da hätte ich meine abgebrochen. Naja, hey, den letzten 9 Kilometer gehen und dann beginnen zu zoffen. Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt sieh uns an. Sie sagen, wir haben uns die Zukunft verbaut und jetzt sieh uns an. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und mal sterben. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Fuck, Kinder, es ist voll Pracht. Das war schon ein heißer Trip, oder? Wir sind in Wacken. Gerade noch ein bisschen, alles ein bisschen unwirklich. Tatsächlich, irgendwie sackt die Stimmung so gegen Null. Aber ich glaube, das ist die Anspannung und die... Alles, was wir uns halt irgendwie die letzten 12 Tage, wo wir so echt auf Hochton gearbeitet haben, das sackt jetzt irgendwie so gerade ab. Aber wir haben es geschafft. Da soll uns erstmal irgendeiner von den Hurensöhnen da draußen nachmachen. Wir sind nach Wacken gelaufen und Fahrrad gefahren. Einfach nur aus Menschenkraft. Geil. Geil. Und jetzt wird 3 Tage lang Party gemacht. Anti alle!